Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Cooper, der rätselratende Gaming Wolf. Ja, ich bin heute mal wieder auf Emoji-Tour unterwegs und hab mir da den lieben Luca zur Hilfe gesucht. Wir wollen heute mal anhand von Emojis etwas erraten. Wenn euch diese Art von Videos gefallen, lasst dem Video auf jeden Fall noch ein Like da. Außerdem könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Hier kommen jeden Tag neue Videos, Gaming, Rätselraten, Rätselreaction. Und wer weiß, was in Zukunft noch so alles kommt, was mir noch so in den Sinn kommt. Ja, aktiviert am besten denn auch gleich die Glocke, denn verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Und wir wollen jetzt einmal rüber switchen. So, sorry, ich musste kurz einen Cut machen, ich war irgendwie auf dem verkehrten Fenster. Hier sind wir jetzt bei dem guten Luca. Wir lassen ihm natürlich noch wieder ein Like da, machen das Fenster groß und ja, dann wollen wir das Video auch abspielen. Was ist das? Zuhälter oder was? Ein Typ und 8 Frauen, wenn das der Zuhälter ist, ne? Hey. Okay. Hallo, mein Name ist Luca, ja, meine lieben Freunde. Luca. Wir versuchen heute Berufe anhand von Emojis zu erraten. Ja, hallo, da bin ich doch mal gespannt. In diesem Video geht es darum, Berufe anhand von Emojis zu erraten. Gut, ich könnte jetzt schon das Video liken, einfach nur wegen dem Hund, das mache ich jetzt auch. Stop. Weiter geht's. Um einen Beruf zu erraten, hast du jeweils für... Oh, ist das ein Good Boy, ey? Ich könnte heulen. Wie viele Berufe wirst du wohl erkennen? Alle. Das war bei den Emoji-Erraten-Videos, ne? Ich habe bisher immer rasiert. Ja. Nummer 1. Um welchen Beruf handelt es sich? Das ist ganz einfach Friseur. Wir haben eine schöne, wundervolle Haarpracht, eine Schere und Wasser. Das irgendwie sehr spitz hier aussieht. Hast du es erraten? Ja, so. Es ist natürlich der Friseur. So. War ja auch easy. Ich finde es immer irre, was Friseur eigentlich für ein verantwortungsbewusster Beruf ist. Als Friseur bist du einfach dafür verantwortlich, wie eine Person die nächsten Wochen oder keine Ahnung, Monate ja manchmal bei einigen Mädels, wenn ich das so mitbekomme, wann die zum Friseur gehen, wie diese Person für die nächste Zeit aussehen wird. Ja, so soll es am Ende nicht aussehen, ne? Man denkt, verantwortungsbewusste Berufe sind so Politiker und so. Nee, die Friseurinnen sind es nämlich. Ja, Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Beruf aus? Es ist Metzger. Metzger. Sandra und ich versuchen ja mehr und mehr auf Fleisch zu verzichten. Ja. In unserem generellen Alltag und so. Und das ist einfach wirklich, es hat ganz viele Gründe. Klar, Massentierhaltung, dementsprechend die Lebensqualität der Tiere. Dann aber auch aufgrund der Massentierhaltung die ganze Umweltsituation, die ganze Klimaerwärmung. Der größte Teil ist ja Massentierhaltung, aber auch recht, einfach, weil diese Tiere viel zu süß sind. Ich bin ganz ehrlich. Die Natur ist aber mit Fressen und gefressen werden. Also, aber ich nutze schon so viele Ersatzprodukte und ich... Aber auch, man sollte trotzdem reglementieren und... Das ist unfassbar ekelhaft, dass wir das eigentlich essen. Hast du eine Idee? Nee, das nicht. Es ist der Metzger. Beziehungsweise es gehört zur Natur dazu. So. Aber die Art und Weise, wie wir die Tiere halten und Nummer wie drei. Es produziert wird, welcher Beruf das ist der Fischer. Ist das? Fischer, wie tief ist das Wasser? Bist du drauf gekommen? Es ist der nicht Fischer, sehr tief beziehungsweise die oder Fischer. So ähnlich heute das, wirklich alles richtig. Ich sag's euch, Ansage. Ja, alles ja, richtig. Ja. Kein einziger Fehler. Nummer 4. Frag mal weiter, Postbude. Sorry. Wollte ich nicht unterbrechen. So, auch diesen Beruf? So. Entschuldigung. Das ist natürlich der Postbote. Bist du drauf gekommen? Der Briefträger. Es ist der Postbote, beziehungsweise die Postbotin. Früher habe ich immer als Kleinkind dieses, weil wir auch so einen Briefkasten hatten, das andersrum gemacht. Dann war da nämlich ein L. Was ein Brüller! Und was hat dir das gekippt? Nummer 5. Welcher Beruf ist Regisseur. Regisseur, beziehungsweise Regisseurin. Da konnte ich als Kind nie aussprechen. Es gab generell so ein paar Wörter, da habe ich erst vor ein paar Jahren überhaupt erfahren, wie sie geschrieben und ausgesprochen werden. Bordeaux, ich habe immer Bordeaux gesagt. Kann es sein, dass du dumm bist? Beige, beige. Hä? Ich habe beige immer mit B-A-S-C-H geschrieben. Regisseur. Habe ich immer gesagt. Ich will gar nicht weiterreden, ich mache mich nur zum Affen. Hast du es erraten? Ja. Es ist der Regisseur. Aber gut, dass er selber beziehungsweise die Regisseurin. Ja. Generell gibt es voll viele Emojis, die richtig mit Liebe zum Detail erarbeitet wurden. Nummer 6. Das ist der Zahnarzt. Was? Zahnarzt. Ein paar Sekunden später. Der Lacharzt? Hä? Oh. Okay, Entschuldigung. Das soll aber nicht Zahnarzt sein, oder? Dann hätten wir doch hier einen Zahn abgebildet. Also nein, ich sag jetzt trotzdem mal Zahnarzt. Ja, das ist der Zahnarzt. Aber das würde ist ich auch ein Lachen-Emoji, das ist kein Zahn. Der Lacharzt. Das ist der Zahnarzt. So. Aber warum blenden ja kein Nummer Zahn? Nummer 7. Welcher Beruf ist hier gesucht? Klempner. Klempner. Oh, ich weiß, wie es geschrieben wird. Ist da jetzt ein P wegen Klempner? Näher? Oder Klemm? Da dürft ihr mich nicht fragen. Bin Legastheniker. Ich bin. Das ist eins meiner größten Schwächen. Klemm. Keine Ahnung.
werden da wir bin jetzt ich erfahren. Raus. Hast du eine Idee? Es ist der Klempner. Offiziell bezeichnet als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Ja, ganz kurz. Das Wort war mir jetzt mal zu lang. Ganz kurz, ich habe zwei Fragen. Erstmal Klempner ohne T. Da waren ja beide Versionen von mir falsch. Und ein Anlagenmechaniker für was? Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Darüber habe ich mit Sandra schon mal im Podcast geredet. Das ist cool und richtig, dass Berufe, die so ein vermeintlich schlechten Ruf haben, wie Hausmeister jetzt plötzlich Facility Manager heißen. Aber warum? Das frage ich mich auch. Und ja, aber es klingt irgendwie cooler, aber mir wäre das jetzt eben gerade zu lang gewesen. Deswegen habe ich den Klempner einfach genommen, ne? So, aber lassen wir ihn mal kurz bei der Klempner, der sich selbst als Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungsproblemfragen, sie ihren Arzt zur Apotheker oder wie auch immer dieser Begriff jetzt ist, der sich da auf den Schlips getreten fühlt, oder? Ich persönlich würde meine Berufskategorie als Vollidiot bezeichnen. Genau. Ja, da kann ich dir zustimmen. Sag ich jetzt auch nicht. Ich bin Professional Entertainer im Bereich Social Media. Nummer 8. Welcher Beruf ist das? Wahrsagerin. Oh. Hellseherin. Wahrsagerin. Entweder das ist eine Wahrsagerin oder eine Zirkusdirektorin? Ich würde sagen, das ist die Wahrsagerin. Würde ich auch sagen. Weil man das auch nicht als Beruf bezeichnen kann. Hast du eine Idee? Es ist die Hellseherin. Ja, ist ein Punkt, oder? Ja, also ich habe ja auch Wahrsagerin, Hellseherin. Beide Begriffe benutzt. Nummer 9. Welcher Beruf ist hier? Kfz-Mechaniker. Ich würde sagen Mechaniker. Kfz-Mechaniker. Die werden jetzt allerdings wahrscheinlich sagen, das ist so ein Mechatronikmeister für Automobile. Nicht falsch verstehen. Beides. Ich will ja überhaupt nicht drüber lustig machen. Die werden beides nennen. Ich habe auch mit anderen Podcasts lange drüber geredet. Alles richtig und wichtig. Ja, aber hatten wir schon. Bist du draufgekommen? Wann? Das ist der Kfz-Mechatroniker. Mechatroniker? Mechatroniker. Warum nicht Mechaniker? Was heißt denn Mechatron? Wegen, ach so, ja, mittlerweile, weil es mehr Elektronik sind da drin ist. Das sind ja gefühlt auch Computer, die du mittlerweile reparierst, ja. Ne? Nummer 10. Erkennst du auch diesen Beruf? Türsteher. Wollte ich auch gerade sagen, Mann, Luca. Ich fände es aber mal cool, wenn jemand so ein Emoji-Erraten-Video rausbringen würde, was so richtig stumpf wäre. Wenn Türsteher zum Beispiel jetzt eine Tür auf zwei Beinen gewesen wäre oder so. Ta, hier kannst du im Schnitt der Tür vielleicht zwei Beine malen. Aber das ist kein Türsteher, das ist eine stehende Tür. Gut, ey. Hast du es erraten? Es ist der Türsteher. Okay. Alles richtig. Mann. Einfach heute alles richtig erraten. Ich wäre allerdings nicht Laser, Luca. Das stimmt auch gar nicht, weil wir auf dem Luku-Kanal sind. Ich habe auf jeden Fall noch ein zweites kleines Video vorbereitet. Okay. Was haben wir denn da? Das ist der Architekt würde ich sagen. Es geht um ein Haus, einen Computer und ein Geodreieck. Das ist der Architekt. Ja. Okay. Also ich bin ganz ehrlich, von den Animationen fand ich das Video vorhin ein bisschen cooler. Nächster Beruf. Wir haben wieder hier Regisseur. Wieder den Regisseur, würde ich sagen. Das wir haben jetzt hier schon kein Filmband, sondern einen Fernseher oder irgendwie so. Das Video ist allerdings auch schon von 2018. Regisseur ist auch wieder richtig. Deswegen ist das Ganze hier... Das ist der das? Chemiker. Physiker? Nee, Chemiker. Das müsste der Chemiker Physiker, sein. Die machen ja nichts mit so Dingsen. Chemiker. So. Yeah. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Schauspieler. Junge, und dann kommt ihr nicht auf die Idee, eine einzige Kamera hier mit reinzupacken. Das lassen wir raus. Nee, lassen das wir nicht raus, nicht aber weiter wir haben beide verkackt. Mit Pizza und Döner? Koch? Fast Food? Aber es gibt auch Koch-Emoji. Ja, Koch. Oder was ist das jetzt genau? Oder Imbissbudenviertel? Genau, okay, Koch. Okay, nee, muss man dafür unbedingt Pizza und oder irgendwie sowas. Das ja, ist, hätte ich jetzt auch eher gedacht. Hier ist auch keine Klingel dabei. Klingel das, wahrscheinlich. Das soll wahrscheinlich wieder der Metzger sein. Ich klingel sein. Auch mal und dann werden die Tiere getötet. Meinst das hier Klingel? Ist auch der Metzger. Das ist jetzt natürlich doof, dass sich hier einige Sachen überschneiden. Nee, Bauer. Das ist ein Bauer. Oh. Ich lass mal auch nicht durchgehen. Da fehlt ein Feld. Oder ein Traktor. Irgendwas. Nein. Aber nicht nur die beiden Tiere da. Hier weiter geht's. Heute sind wir mal beide dumm. Lass doch mal gelten. Kaffee? Internetcafé? Hä? Nee, warte mal. Barbarista. Kaufmann. Der macht doch was. Ein Einkaufsbeutel oder Geld oder irgendwie eine Krawatte oder so. Das sieht aus, als würdest du am Computer planen, wie man den besten Kaffee macht. Das kann auch nicht durchgehen. Was sind das denn? Das ist für ein Schwachsinn. Hier haben wir eine Sonne und Regen. Das heißt, es ist ein Meteorologe. Genau. Meteorologe. Lern zu lesen. Was ist das? Zuhälter oder was? Ein Typ und acht Frauen, wenn das jetzt Lehrer. Zuhälter ist, ne? Also darauf wäre ich jetzt aber auch gekommen, ohne dass du es am Anfang des Videos gespoilert hättest. Wir haben eine Dolmetscher. Dolmetscherin.
weil wir links was auf einer anderen Sprache haben und rechts auf, okay, Dolmetscher. Okay, ja, sehr gut. Ich bin wieder in Form, okay, meine lieben Freunde. Bisher ist ein Fehler gemacht und das war's auch schon. Ja, Das mit Lehrer tut mir das natürlich auch leid, ne? Aber warum waren da denn auch nur Mädels in der Klasse? Das waren nur Mädels, oder bin ich gerade blöd? Oh, hier, zack, 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 zack. Nee, das sind nicht nur Mädels. Ne? Ja. Aber man hatte auch echt wenig Zeit. Und welcher Lehrer sagt, man soll das Video liken? Ich, meine lieben Freunde, lasst einen Daumen hoch unter dem Video, da abonniert. Ja, Entschuldigung, falsches Fenster. Dem schließe ich mich an. Könnt gerne das Video liken, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ich war heute mal genauso dumm wie Luca. Ich glaube, wir haben alles gleich richtig und alles gleich falsch. Er hat nur einmal schneller geplappert, als ich Plappermaul plappern konnte. Aber ansonsten haben wir die gleichen Fehler verbockt. Außer das beim Lehrer. Da wäre ich jetzt auch so drauf gekommen, da hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt für gebraucht. Aber gut, okay, den Punkt gebe ich mir nicht, weil er das am Anfang des Videos schon gespoilert hat. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video auch wieder gefallen. Wie schon gesagt, lasst ein Like da. Gerne könnt ihr meinen Kanal auch noch abonnieren. Hier kommen jeden Tag Videos, Bereich Gaming. Immer mal auch wieder Rätsel-Reactions. Und mal sehen, was mich so in Zukunft noch alles inspiriert. Also, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Kuba der Wolf. Au! Bye, bye!